Jesus Weg gehen auf dem Weg. Jesus, führe du mich wieder zu dir, zur Quelle. Du allein bist der Weg und du allein bist der Weg zu dir selber, zum Vater, in dein Herz. Und der Jesusweg ist immer tiefer in dich hineinzugehen, dich immer besser kennenzulernen, dich immer mehr lieben zu können. Hilf mir. Führe du uns, führe du mich und alle, die dein Wort aufnehmen durch mich, selber jeden Einzelnen an der Hand und führe jeden den rechten Weg zu dir, jeden seinen eigenen Weg. Auf dem Weg gehen. Panika, großer Gelehrter, sagte einmal im Vortrag, Jesus ist der Weg. Und nur wer auf dem Weg ist, wer sich bewegt, wird Jesus begegnen. Wer auf dem Weg sitzt, ist nicht auf dem Weg. Das ist die große Gefahr bei allen sogenannten Glaubensgemeinschaften, aller Farben, aller Religionen, aller Gruppierungen, aller Sekten, dass jede Gruppe irgendwie von sich bewusst oder unbewusst glaubt, sie ist auf dem rechten Weg. Beziehungsweise, wenn man dieser Gemeinschaft angehört, ist man auf dem rechten Weg und man kommt automatisch fast zum Ziel. So wie die katholische Kirche immer von sich gesagt hat, dass außerhalb der katholischen Kirche niemand zum Ziel kommt. Ja. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Aber das ist nicht nur die Gefahr von Gemeinschaften, auch die Gefahr jedes Einzelnen. Jeder, der irgendwo sich mit religiösen Dingen auseinandersetzt oder irgendwie glaubt, religiös zu sein und irgendwie einen Weg zu gehen, glaubt, er ist auf dem richtigen Weg. Oder ist vielleicht schon am Ziel oder ist schon ziemlich weit auf dem Weg. Also da die Selbsttäuschungen sind da sehr groß und es ist wirklich eine gewisse Selbstkritik angesagt. Und diese Selbstkritik vermisse ich bei allen religiösen Gruppierungen. Auch bei allen Menschen, die irgendwo glauben, dass sie religiös sind oder religiös unterwegs sind. Eben wie ein Freund, ein Student von mir gesagt hat, der kennt niemanden, der so selbstkritisch sei wie ich. Also wenn man sich mit religiösen Dingen auseinandersetzt, kann man nicht selbstkritisch genug sein. Man soll äußerst auf der Hut sein. Und gerade dann, wenn man glaubt, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ich habe einmal zu einem katholischen Pfarrer gesagt, die katholische Kirche kommt mir vor wie ein Alpenverein. Hat er mich groß angeschaut und gesagt, was meinst du damit? Viele glauben, wenn sie da einen Mitgliedsbeitrag zahlen, diesem Verein, diesem Alpenverein, dass sie dann auf den Berg kommen. Der Alpenverein ist dazu da, dass er uns Bergführer zur Verfügung stellt. Dafür bezahlt man seinen Mitgliedsbeitrag. Es müsste aber ein Bergführer müsste schon einmal oben gewesen sein auf dem Berg und müsste den Weg dorthin kennen und auch jemanden führen können. Er müsste also seines Weges ziemlich sicher sein, dass er da einen anderen, der unsicher ist und eben den Weg nicht kennt, führen kann. Auch dann noch, wenn vielleicht einmal Nebel eintritt oder vielleicht Nacht überrascht wird oder Unwetter und so weiter. Also wenn auch die Bedingungen eben einmal verschlechtert sind oder Gefahren oder Hindernisse auf dem Weg sind, dass er auch über diese Hindernisse hinweg, durch die Hindernisse durchführen kann. Und dieser Glaubensweg ist ein Weg mit Hindernissen, ist nicht so ein ganz glatter, gerader Weg. Der gerade Weg ist nur Jesus. Jesus ist der Weg. Und wenn wir wirklich auf dem geraden, kürzesten Weg bleiben wollen, müssen wir uns total an Jesus anschließen. Quasi uns von ihm total führen lassen oder uns von ihm tragen lassen auf diesem Weg. Und dürfen keinen Millimeter abweichen. Jede Abweichung von Jesus vom Weg, vom rechten Weg, ist ein Umweg. Aber viele brauchen scheinbar diese Umwege oder Irrwege auch oder auch Sackgassen, weil sie was Bestimmtes lernen wollen oder sollen.
Wir können nie beurteilen, ob ein anderer auf dem rechten Weg ist. Wir messen immer nur nach unserem Urteil. Wir können glauben, beurteilen zu müssen, der ist auf dem falschen Weg, wenn er nicht genau auf meinem Weg ist. Weil jeder von sich bewusst oder unbewusst glaubt, dass er auf dem richtigen Weg ist, nur alle anderen sind immer auf dem falschen Weg. Ich habe einmal im Seminar gesagt, also ich sage von meinen Schülern, die mir nachfolgen wollen, quasi, wir sind auf dem Holzweg. Alle anderen sind auf dem rechten Weg. Das wäre mal etwas anderes. Mhm. Normalerweise glaubt man immer, dass man selber auf dem rechten Weg ist und alle anderen auf dem Holzweg sind. Also auf dem Weg ist nur, wer sich bewegt. Und das wäre auch das Ziel jetzt von diesem Jesusweg, den wir weiter eben verfolgen wollen, gehen oder beschreiben wollen, auch in diesen YouTubes oder in diesen Dialogen, dass wir uns bewegen auf dem Weg, dass wir wirklich diesen Weg gehen. Nicht glauben, wir haben diesen Jesusweg schon, wir sind schon am richtigen Weg, wir sitzen dann auf dem Weg. Wir wollen also nicht sitzen auf dem Weg, sondern gehen auf dem Weg. Und das geht meines Erachtens eben ohne Jesus überhaupt nicht. Gerade der Jesusweg, den können wir ohne Jesus nicht gehen. Wir müssen uns darüber im Herzen bewegen, was heißt das, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg. Nicht der Weg ist dort und da, nicht der Weg ist die katholische Kirche oder sonst irgendeine Gemeinschaft, sondern ich bin der Weg. Die katholische Glaubensgemeinschaft und jede Glaubensgemeinschaft glaubt von sich immer, dass sie den rechten Weg haben. Und wenn man eingeschrieben ist dort und regelmäßig Mitgliedsbeitrag zahlt, dann bringen sie uns ans Ziel. Dass wir, wenn sie glauben, sie sind haben eine Seilbahn gebaut auf diesem Berg. Und wer in dieser Gondel ist, in dieser Gemeinschaft eingeschlossen ist, kommt sicher auf den Berg. Das ist eine Täuschung. Es gibt keine Seilbahn auf diesem Berg. Jeder muss diesen Weg zu Fuß gehen, Schritt für Schritt auf diesem Berg. Was wir wirklich brauchen, ist nicht eine Seilbahn, sondern einen Bergführer, der diesen Weg kennt und der schon oben war auf diesem Berg. Und das ist für mich ganz allein Jesus Christus. Jesus Christus ist der Einzige, der Erste, der vor 2000 Jahren diesen Weg vorausgegangen ist, bis zum Ziel, zum Gipfel, bis zum Vater. Das Ziel ist der Vater in uns, die Quelle. Und er allein kennt diesen Weg und er allein kann diesen Weg uns führen. Er allein ist der richtige Bergführer. Aus ihm gibt es für mich keinen anderen. Alle anderen sind für mich Irrwege, Umwege, Sackgassen. Ich bin wirklich hundertprozentig überzeugt, ich glaube fest und ohne Zweifel, dass Jesus ganz allein der Weg ist und dass er ganz allein mein Führer, mein Lehrer und Meister ist und dass er ganz allein mich diesen Weg zum Vater führen kann. Er sagt es ja selbst wörtlich, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und anders ausgedrückt auch, niemand kommt zum Vater, als wenn der Vater ihn zieht. Und Jesus ist der Vater, der Geist in Jesus ist der Vater. Nur wenn der Geist Jesu, dieser Liebegeist, uns anzieht und wenn wir uns von ihm ziehen lassen, kommen wir zum Vater, zur Liebe in Jesus. Die Liebe, die in Jesus eben Mensch geworden ist. Und sein Menschsein, seine Zeit als Jesus von Nazareth, wo er diesen irdischen Weg gegangen ist, hat er diesen Weg uns auch im irdischen, im materiellen Bereich vorgelebt, vorgegangen, er ist uns vorausgegangen. Und wir müssen ihm nachgehen, nachfolgen, wir müssen uns auf den Weg machen, im Nachgehen. Nicht indem wir einfach irgendwelche Glaubenssätze, auch nicht einfach die Glaubenssätze von Jesus aus der Bibel oder aus Schriften oder aus, auch einfach diese Worte aus diesen Offenbarungen, aus dem Inneren einfach nehmen und glauben. Kommen wir trotzdem nicht weiter. Wir müssen sie umsetzen, die Tat. Wir müssen tatsächlich gehen. Die Worte, auch die aus dem Inneren, auch hier in diesen Dialogen oder Meditationen, die Worte, ich habe sie immer wieder gesagt, sind nur Wegweiser. Und wenn wir uns an den Wegweisern festklammern und hängen bleiben, sind wir nicht auf dem Weg, bewegen wir uns nicht. Also wer sich an den Wegweisern, an den Worten, auch an den Bibelworten und noch so heiligen Worten,
noch so heiligen Wegweisern, die den Weg aufzeigen, festklammert, festhält, am Buchstaben des Gesetzes oder am Buchstaben des Wortes festhält, kommt nicht weiter, bewegt sich nicht, ist nicht lebendig, ist tot. Der Buchstabe tötet. Und wenn er noch so heilig ist, auch die Buchstaben aus den heiligen Schriften töten, wenn wir uns an den Buchstaben festklammern, wenn wir Recht haben wollen. Das ist immer sehr, muss man sehr vorsichtig sein. Und wenn wir das Gefühl aufkommt, wenn wir mit einem anderen reden, dass wir Recht haben wollen, gerade in religiösen Bereichen ist dieses Recht haben sehr verbreitet. Jeder glaubt, er hat Recht, und der andere ist im Unrecht. Und jeder muss den anderen auf seinen Weg bringen, weil er im Recht ist. Also wenn dieses Gefühl auftaucht, sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Da sind wir nicht mehr auf dem Weg. Sobald ich glaube, dass ich Recht habe, sobald ich glaube, und vielleicht sogar sicher bin, dass ich auf dem rechten Weg bin, bin ich gefallen. Wer glaubt, dass er steht, ist schon gefallen. Wer glaubt, dass er am richtigen Weg steht, ist gefallen. Er ist nicht auf dem Weg, er bewegt sich nicht mehr. Eben wenn ich mich bewege, wenn ich Schritt für Schritt gehe, wenn ich weiterkommen will, muss ich von meinem Standpunkt aus einen Fuß aufheben und weiter voraussetzen. Und das ist eine sehr unsichere Phase, das wollen viele nicht eingehen, gerade im religiösen Bereich. Sie wollen den Standpunkt nicht verändern. Sie sind fixiert auf ihren Standpunkt und wollen ihren Standpunkt um jeden Preis verteidigen, sogar oft mit Waffengewalt auch oder mit Gewalt, mit Wortgewalt. Und wenn ich den Fuß hebe, muss ich schauen, dass ich im Gleichgewicht die Balance halten kann, dass ich nicht umkippe oder hinfalle. Und das wäre wichtig, wenn ich Jesus bitte, dass er mir hilft, dieses Gleichgewicht zu haben, dass mich an der Hand Jesu festhalte, dass wenn ich dann einen Schritt weitergehe, damit ich sicher wieder auf den Boden komme. Und wenn ich dann mit beiden Beinen wieder fest am Boden stehe, dann soll ich weitergehend den anderen Fuß heben, Schritt für Schritt. Nur so kann ich weiterkommen, nur so bewege ich mich. Ich muss also immer den festen Standpunkt loslassen, immer wieder. Zumindest mit einem Fuß. Wäre gut, eben wenn ich mich dabei mit einer Hand an Jesus, an der Hand Jesu festhält, dann besteht keine Gefahr zu fallen oder zu straucheln oder auch den falschen Weg einzuschlagen oder sitzen zu bleiben auf dem Weg. Es ist wichtig, dass wir uns mit Jesus auf dem Jesusweg begegnen, mit ihm und zu ihm gehen, immer tiefer ins Herz Jesu hinein, in seine Liebe uns hinein bewegen, dass wir wachsen in der Liebe zu Jesus. Jesus Weg heißt wachsen in der Liebe vor allem. Den Glauben an Jesus als Fundament, als den Boden unter den Füßen und dann auf diesem Weg, auf diesem Glauben an diesen Jesus, im vollen Vertrauen auf ihn, nur auf ihn schauen, uns dann zu ihm hin bewegen und in ihm hinein bewegen, in ihn hineinwachsen. Wir müssen wachsen in der Liebe. Auch in der Liebe müssen wir uns bewegen. Wir sind auch in der Liebe oft zu starr. Wir neigen, also diese Trägheit ist ungeheuer groß in uns, hat auch einen Sinn. Trägheit ist wichtig, damit wir diese Trägheit überwinden. Also dieser Weg ist eine Selbstüberwindung, verlangt eine ständige Selbstüberwindung. Vor allem diese Trägheit und dieses Recht haben wollen, dieses Sitzen bleiben wollen, überwinden, weitergehen, immer wieder weitergehen, uns immer wieder ziehen lassen, den Zug, die Sehnsucht zum Vater spüren, die Liebe zu ihm, die wachsen lassen in uns und die Sehnsucht immer größer wird, uns wirklich zieht und uns führen lassen an der Hand Jesu. Bitte dich also, Jesus, von ganzem Herzen, nimm uns du dann in der Hand und führe uns. Schenk uns dein Wort im Herzen. Lass uns dein Wort im Herzen bewegen, dass wir im Herzen auch einen Weg gehen, diesen geistigen Weg. Dies ist ein Gang mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf, mit den beiden, zwei Beinen des Kopfverstandes, des Weltverstandes. Das ist ein Gehen mit den zwei Beinen, äußeren Beinen und auch mit diesem Kopfverstand. Der Stand, wo man steht und Standpunkt vertritt, mit beiden Beinen fest in der Luft oder im Gehirn steht. Das ist heute eben das, auch die Gefahr, auch in den Religionen, nicht nur in der Wissenschaft.
auch in der Wissenschaft, wenn ich weiterkommen will, muss ich lernen, meinen Standpunkt zu verlassen, bereit sein, neue Standpunkte anzusehen, den Gegenstand von anderen Seiten mal betrachten. Der Beobachter, meine Beobachtung verändert den Gegenstand auch. Das ist, die Quantenphysik ist ein Staufkund, das ist nicht so fix ist, dass es relativ ist, bezogen ist. Und wir sollen bezogen sein auf Jesus, auf unser Ziel, auf den Weg, auf Jesus. Jesus, hilf uns, du. Und wenn es dein Wille spricht, du zu uns, schenk uns dein Wort, dass wir uns mit deinem Wort bewegen können, zu dir hin, dass wir deinem Wort folgen können, deiner Lehre folgen, der rechten Weise, dass wir nicht hängen bleiben und uns festhalten am Buchstaben des Wortes, sondern dass wir mit deiner Hilfe tief in das Wort, in den Geist des Wortes hineindringen können. Dass wir auch nicht an deiner äußeren Gestalt hängen bleiben, sondern mit deiner Hilfe in deinen Geist, in dein Herz, in deine Liebe hineinwachsen, hineingehen können. Zieh uns in diese Liebe hinein, zieh uns an dein Herz, drück uns an dein liebendes Vater. Dein Wille geschehe jetzt und alle Zeit. Dein Wille, sprich du direkt zu uns noch. Schenk uns dein Wort. Lass dein Wort in uns lebendig werden, uns dein Wort im Herzen bewegen, dass wir dir näher kommen, dass wir mit dir den Weg gehen können. Ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der ich bin, das ist Gegenwart. Seid euch meiner Gegenwart ständig bewusst, vor allem auf dem Weg. Wenn ihr auf dem Weg sein und bleiben wollt, müsst ihr euch meiner Gegenwart ständig bewusst sein. Mich ständig vor Augen haben, das Ziel ständig vor Augen haben und mich an der Seite haben. An meiner Hand diesen Weg gehen. Ihr könnt nur mit mir, zu mir, in mich hineingehen. Nur ich bin die Tür. Wenn ihr in den wirklichen Stall, Schafstall, in das Himmelreich kommen wollt, müsst ihr durch mich, durch diese Tür hineingehen. Es gibt keine andere Tür in mein Himmelreich, denn ich selber bin das Himmelreich. Es gibt keinen anderen Weg zu mir als mich, denn ich bin der Weg. Versucht das in eurem Herzen zu bewegen, nicht mit eurem Kopf zu begreifen. Kopf, Verstand, das Denken geht polar, plus, minus. So wie eure ganze Computer. Das Herzdenken geht nicht polar, geht ein. Das Herz ist eins, Kopf sind zwei Hälften. Im Herz ist ein Einheitsdenken. Wie Platon sagt, die Schau, die Noesis, das ist das Denken mit dem Geist, mit dem Herzen. Die Einsicht. Und nur die Einfältigen haben die rechte Einsicht oft. Oder die Kinder, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich reingehen. Also wenn wir auf diesem Weg, auf diesem Jesusweg gehen wollen, könnten wir nur als Kinder diesen Weg gehen. So wie ein Kind auf dem Weg geht. Und sicher ist, dass der Vater es führt, an der Hand nimmt und es immer wieder aufhebt, wenn es hinfällt. So sollen wir ihm bitten, glauben und vertrauen, dass Jesus uns führt, unser Vater uns den rechten Weg führt, dieses volle Vertrauen haben, diesen Glauben, diesen zweifelfreien Glauben und ihm immer wieder ständig bitten, dass er uns nicht auslässt, nicht loslässt und dass er uns aufhebt, wenn wir hinfallen. Aus uns heraus fallen wir immer hin, weil wir das Ziel nicht kennen und auch den Weg nicht kennen. Wir müssen uns immer wieder bitten, dass Jesus uns als Ziel und als Weg sich immer wieder offenbart, immer wieder neu, jeden Tag neu. Jeden Schritt neu. Wir müssen jeden Schritt neu setzen. Unseren Standpunkt immer wieder neu verlassen, loslassen und immer wieder einen neuen Standpunkt einnehmen. Aber nicht stehen bleiben auf diesem Punkt.
diesen Standpunkt gar nicht beharren oder verteidigen wollen. Wir sollen unsere Religion, unseren Glauben nicht verteidigen wollen gegen irgendjemanden. Und jedem seinen Glauben sein lassen und vertrauen, dass jeder den rechten Weg für sich, seinen Weg geht. Und jeder muss seinen Weg gehen. Kein anderer kann meinen Weg gehen zu Jesus. Jesus führt jedes Kind, jeden dann einen eigenen Weg, seinen ihm eigenen Weg, der nur für dieses Kind, für diesen Menschen der rechte Weg ist. Es gibt keine zwei gleiche Wege. Es gibt auch keine zwei gleichen Menschen. Obwohl die Grundstruktur, die Grundausstattung quasi äußerlich gleich ist, aber gerade im inneren Bereich lebt jeder in einer völlig anderen Welt, in einer völlig eigenen Welt. Jeder ist im Innersten ein eigener Kosmos. Und wenn ich einem anderen begegnen will, in Wirklichkeit, muss ich bitten um Einlass, dass er mich in seinen Kosmos, in seine Welt hineinlässt. Und da muss ich meine Begriffe, mein Verständnis und vor allem mein Recht haben wollen draußen lassen. Sonst werde ich den anderen nie verstehen. Und das ist gerade im religiösen Bereich so schwierig, dass einer den anderen versteht. Oft lernen viele diese Bibel auswendig oder Sprüche oder irgendwelche Sätze oder Glaubenssätze auswendig. Viele glauben, wenn sie das katholische Glaubensbekenntnis auswendig, es wird da verlangt, auswendig können, dann sind sie schon am rechten Weg, dann sind sie im rechten Glauben. Das hat mit dem wahren, lebendigen Glauben nichts zu tun. Es ist ein toter Buchstabe, glaube ich, der tötet. Wenn ich mich binde an diesen toten Buchstaben, Glauben, dann stirbt meine Seele, mein Geist. Meine Seele, mein Geist müssen lebendig werden. Unsere Aufgabe ist, diesen Funken, diesen geistigen Funken zu entfachen und auszubreiten, dass er sich ausweitet. Geist ist lebendig, der Geist weht, wo er will. Niemand kann diesen Geist aufhalten. Das ist der Heilige Geist. Es gibt einen toten Geist oder dass man jemanden auf den Geist geht, wenn man jemanden bekehren will zu sich, dann geht man dem auf den Geist. Und jeder, der mich bekehren will, auch der geht mir auf den Geist. Wir wollen den Geist des anderen töten, einsperren, beherrschen und in unser Kastelsystem, vor allem in unser Begriffssystem hineinzwängen. Damit töten wir den anderen. Wir müssen den Geist freilassen, müssen damit wir selber frei bleiben und auch den anderen total freilassen. Wir müssen glauben, vertrauen, dass jeder den rechten Weg geht. Und auch glauben, vertrauen, dass ich selber den rechten Weg gehe. Und für mich ist es nur, wenn ich mit Jesus, zu Jesus gehe. Jesus, hilf uns, geschehe ganz allein dein allerheiligster Wille in uns, an uns und so an.